Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Future Fights. So, der gute Dr. Strange sieht nicht so motiviert aus, aber ich bin es auf jeden Fall, denn ich werde euch mal zeigen, was ich jetzt hier mache. Und zwar gehen wir mal auf unser Team und ihr seht es hier, da hat sich ein bisschen was getan, hier hat sich ein bisschen was getan und hier auch. Zum einen habe ich ein wenig gegrindet und zum anderen gab es nämlich wieder Biometriken. Und ich möchte mal ganz kurz zeigen, wir haben nämlich aktuell ein Event, 7 Tage Anmeldung. Hier gab es das Zeug hier, ne? Und für die... Oh Mist, komm hier. Für die normale Anmeldung gab es nämlich hier Biometriken, nämlich 40 Stück. Hier 40 Biometriken, was ist denn da eigentlich? Da sind auch noch 40. Ne, ihr seht es, man kriegt also regelmäßig Biometriken geschenkt. Und auch hier, ne, diese Ebene. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen um Biometriken. Und hier 7 Tage Anmeldebonus, da sind wir auch gerade. Da gab es nämlich gestern 4 Sterne. Heute gab es das hier. Und in den nächsten Tagen gibt es 5 Sterne und dann sogar zum Abschluss nochmal 6 Sterne. So, und deswegen werde ich meinen Plan jetzt nach und nach umsetzen. Ich zeige euch mal, was ich vorhabe. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Ich werde nämlich hier für sie doch nichts kaufen, für die gute Sharon Rogers. Denn wir bringen sie jetzt gemeinsam auf 3 Sterne. Dabei lernen wir Speerstoß. Los geht's! So, Sharon Rogers, 3 Sterne. Was wir machen werden ist, mit den Verbesserungstickets Rang 4, 5 und 6, die wir jetzt nämlich kriegen innerhalb der nächsten Tage, werde ich sie auf 6 Sterne bringen. Das heißt, spätestens in 7 Tagen ist sie auf 6 Sternen. Ja, das ist das Ziel, was ich für sie vorhabe. Die beiden hier, Hawkeye und Iron Fist, die werde ich ganz regulär auf 4 Sterne bringen. Ja, sie machen wir mit einem Ticket auf 4 Sterne, weil ich muss zu viel farmen für sie. Sie bringen wir also mit einem Ticket auf 4 Sterne, auf 5 Sterne, auf 6 Sterne. Ihn hier bringen wir einfach auf, also ganz regulär auf 4 Sterne. Dann mache ich 5 und 6 mit einem Ticket. Und ihn hier bringen wir auch auf 4 Sterne, dann mache ich 5 und 6 auch mit einem Ticket. Ja? Dadurch sparen wir uns nämlich ein weiteres 5 Sterne und ein 6 Sterne Ticket. Und warum ich mir das gerne sparen möchte, ist folgender Grund. Ich habe nämlich nachgelesen, wir befinden uns ja gerade im Patch 2.6.1, ja, also 2.6 war der Hauptpatch. Und es wird im Patch 2.7, wurde schon angekündigt von einem NetMarble-Mitarbeiter, also von NetMarble, Patch 2.7 wird uns nach Asgard führen. Und ich freue mich riesig auf diesen Patch. Es könnte so viel beinhalten, es könnte den neuen Thor enthalten. Also den All New All Different Thor, also nicht, ich meine jetzt nicht hier die, ich zeig's mal ganz kurz. Wir haben ja gerade hier, ne, den alten Thor, ja, so wie man ihn kennt, ne, hier aus dem Film quasi noch, ne. Und dann haben wir quasi sie hier, All New All Different Thor, die gute Jane Foster, die ja momentan Thor ist, weil sie ja aktuell Mjölnir hat. Und der gute Thor ist ja momentan nur mit einer Axt unterwegs. Er hat einen Arm verloren, ist mit einer Axt unterwegs. Der gute Jason Aaron schreibt das ganze Jahr. Man kann davon halten, was man will von der Storyline, aber ich denke mal, wenn wir nach Asgard gehen, ich glaube, Freya ist angekündigt. Also die gute Freya wird es geben, die Mutter von Thor, wenn ich mich nicht täusche. Die wird es geben als Charakter. Und es lässt so viel Spekulation frei, für welche Charaktere es noch geben kann. Keine Ahnung, es könnte Odin geben, es könnte vielleicht den Thor mit der Axt geben. Wo ich ganz persönlich darauf hoffe, ist, dass Beta Ray Bill kommt. Also ich persönlich bin ein riesengroßer Fan von Beta Ray Bill. Es ist mein Lieblingsnebencharakter, wenn man das so sagen kann, der in der Thor-Reihe regelmäßig vorkommt. Ein Support-Charakter für Thor. Und hätte er eine Hauptreihe, wäre er vielleicht sogar mein Lieblings-Marvel-Charakter. Der Typ ist klasse. Und ich vermute einfach mal, dass da auf jeden Fall, wenn es heißt, wir gehen nach Asgard, dass dann noch ein paar richtig coole Asgard-Charaktere kommen werden. Und ich hoffe auf den aktuellen Thor, auf den mit der Axt, beziehungsweise vielleicht sogar auf Beta Ray Bill. Man darf ja noch hoffen und ich hoffe auf jeden Fall darauf. Vielleicht als Skin für Thor, ja, so ein Beta Ray Bill Skin für diesen Thor. Dann würde ich mir auf jeden Fall Thor mit diesem Skin holen und dafür möchte ich gerne noch ein paar, ein bisschen Kristalle und Level-Up-Teile mir aufheben. Denn ich würde nämlich diesen, wenn die in dieses Spiel Beta Ray Bill reinpacken, wird der definitiv sehr oft in diesem Let's Play zu sehen sein. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber keine Sorge, ich vernachlässige eure Charaktere hier nicht. Deswegen bringen wir jetzt gemeinsam Iron Fist auf Rang 3. 2, Entschuldigung. 3 kommt demnächst. Speerstoß hat er gelernt.
Ja, darauf gehen wir auch noch ein. Auf die Fähigkeiten der einzelnen Leute. Achso, nee, hat er nicht gelernt. Speerstoß war doch hier bei der Dingens, bei Sharon Rogers. Er hat da bloß zwei Fähigkeiten. Druckpunktschlag und Ski des fliegenden Kranichs. Na gut. So, aber wir machen noch, wo ist er denn hier? Hawkeye. So. Ach nee, Hawkeye kann gar nicht. Hawkeye muss noch warten. Hawkeye braucht noch einen, noch eine Biometrik hier. Dann kriegen wir doch 3 Sterne. Dann hat sie auch 3 Sterne. Dann haben die beiden 3 Sterne. Er hat halt 2 Sterne, aber ist auch egal. Der bekommt dann noch seinen 3. Stern bald, sobald wir ein bisschen gegrindet haben und ein paar Biometriken für ihn sammeln können. Aber, um euch zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine, kaufen wir jetzt Kostüme. Ja, ihr habt richtig gehört, wir kaufen Kostüme. Nämlich, wir haben ja bis jetzt ein Kostüm für Daredevil. Das für Vision habe ich noch nicht gekauft, weil das für Vision ist sowieso nie im Angebot. Ja, das kostet so oder so 750. Aber ich möchte gerne das neue Kostüm, das All New All Different Kostüm für Iron Fist haben, weil ich, wie gesagt, ein großer Fan bin von Iron Fist auch. Und deswegen, zack, kaufen wir ihn jetzt. So, ich hoffe, ich mache den einen oder anderen glücklich von euch, wenn ich das mache. Ganz besonders Niancia hier. Und hier für den guten Commander Köhn holen wir nämlich diesen Hawkeye-Skin. Bam, Civil War Hawkeye. Übrigens, für alle Hawkeye-Fans unter euch, heute ist Tag der Aufnahme, heute ist Mittwoch. Also wenn ihr das seht, ist Donnerstag. Am Mittwoch kam eine komplett neue Comic-Reihe raus, die diesen Hawkeye, nämlich Clint Barton, als Hauptcharakter hat. Diese Comic-Reihe heißt Occupy Avengers. Und da ist dann quasi Hawkeye und er hat einen Sidekick. Dieser Sidekick heißt Red Wolf. Weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist ein Indianer. Und die sind dann, ich weiß gar nicht, ob das Mexiko ist oder so, in irgendeiner Wüste, auf jeden Fall Mexiko oder Texas oder Arizona, ich keine Ahnung, irgendwie da in so einer Wüste auf jeden Fall. Ich hab's noch nicht gelesen, weil es ja heute erst rauskam, ganz aktuell, ist dann quasi Hawkeye und sein Kumpel Red Wolf, die sind dann unterwegs gemeinsam und helfen einfachen Bürgern. Klingt vielleicht nicht so interessant, aber die erleben viele Abenteuer und ich hab mich schon ein bisschen informiert über die Serie. Finde ich sehr cool, werde ich auf jeden Fall lesen, als auch Hawkeye-Fan quasi, ne, wisst ihr Bescheid. Deswegen diese beiden neuen Skins mit hinzu. Power Man, Iron Fist lese ich ja. Occupy Avengers, Hawkeye werde ich auch lesen. Sie hat noch keinen Skin, keine Ahnung, vielleicht kommt er irgendwann einmal. Jedenfalls braucht sie die nicht, die ist sowieso schon mächtig. Und die beiden haben jetzt ordentliche Fähigkeiten. Ich kann es mal kurz zeigen, wenn wir auf Kostüm gehen. Sieht man das? Nein, hier sieht man das natürlich nicht. So, wir gehen noch mal ganz kurz in die Kostüme bei verfügbar. Und klicken mal auf Hawkeye. Dann seht ihr es einfach mal. Dieser Hawkeye kann gar nichts. Dieser Hawkeye hat bei einem kritischen Treffer eine Chance, einen Gegner zu lähmen für eine Sekunde. Die Fähigkeit hat der hier auch. Außerdem erhöht er die Anzahl der Projektile bei durchdringender Pfeil. Und durchbohrender Pfeil ist verändert. Nämlich, es macht einen Angriff, dass der den Gegner auch noch für 3 Sekunden stunt. Ziemlich cool. So. Gucken wir mal ganz kurz bei Iron Fist rein. Ja, bei Iron Fist. Sobald man diesen Skin hat, hat man diesen Effekt hier. Unter 30% TP heilt er sich um 10% seiner maximalen TP und wird auch für 5 Sekunden unbesiegbar, was allein schon unheimlich cool ist. Außerdem hat er noch diesen Effekt hier. So, und der Effekt ist ja auch aber anders. Nämlich, wenn man seinen Buff aktiviert, dann provoziert er die Gegner und er kriegt 16% Ausweichen dazu. Der hier kriegt auch 16% Ausweichen, provoziert den Gegner aber nicht, senkt dafür aber die Verteidigung 15%, was unheimlich geil ist. Unheimlich geil. So. Und trotzdem hat er noch diese passive Fähigkeit. Ja, damit haben wir schon mal ein ganz ordentliches Team. Ich überlege auch gerade, ob ich vielleicht noch den Skin von Luke Cage kaufen soll. Ich weiß nicht genau. Ich möchte mir die Kristalle noch ein bisschen auf. Ja, ich heb mir die Kristalle noch ein bisschen auf. Wer weiß, was kommt mit dem Asgard-Patch. Da freue ich mich drauf. Jedenfalls seht ihr, das ist euer Team. Das wird eingesetzt. Und hier das Team benutze ich eben, um die beiden noch ein bisschen zu leveln, bis die alle gleich sind. Und jetzt gehen wir doch mal in den Kampf, in die Mission. Und starten mal die nächste Mission, nämlich die hier mit Elektra. Mal schauen, wie wir mitnehmen können. Gibt es hier irgendjemand coolen, neuen, starken, verbesserten, genialen, grandiosen? Wir können doch hier, ist ein bisschen zu stark. Ja, kommt, wisst ihr was? Wir nehmen Shadow Spectre, Miles. Ich mag Miles Morales. Wir nehmen Miles Morales mit. Los geht's! So, da wären wir. Wir haben ein Schiff damit dabei, nämlich Venom. Er hat Hunger.
Und wir gucken mal ganz kurz. Unsere 3-Sterne-Fähigkeit ist, die habe ich gerade eingesetzt. Man kann sie leider nicht sehen vor lauter Getackle und Gekämpfe. So, greifen wir mal an hier. Zack, immer schön rein ins Getümmel. Draufspringen. Und jetzt achtet auf unsere 3-Sterne-Fähigkeit. Die sieht so aus. Moment, kann ich das hier vielleicht so? Nein, kann ich nicht. Da muss ein Gegner in der Nähe sein. Das ist natürlich Gegner in der Nähe sein. Das ist natürlich doof, wenn da, wenn Venom mit dabei ist, dann prügelt alles weg. Ich aktiviere gleich nochmal. Achtet mal drauf. Ich glaube, die blockt nämlich einen Angriff und macht dann einen Konter. Eigentlich ziemlich cool. Hätte ich mal vorhin zeigen können. Hier, los geht's. Ihr habt es gerade gesehen. Die hat da gerade so ein Schild aufgehalten. Hat dadurch also den Angriff geblockt und dann gekontert. So, Gegner sind sehr stark gegen uns, weil sie grün sind und wir sind blau, aber ist kein Problem. Blau sein ist generell kein Problem. So, Elektra ist hier und wir kämpfen gegen sie mit Hilfe von Miles Morales. Hier, ihr seht es, wir blocken, wir greifen an. Und das war's. Grandios! So, keine Sorge, ich werde jetzt regelmäßig eure Charaktere einsetzen. Oh, wir haben Elektra sogar freigeschaltet, das gefällt mich. Haha! Rück einfach das ISO 8 raus, das du dir geholt hast, Elektra. Und halt dich ja von dem hier fern. Das hier geht dich überhaupt nichts an. Nein, dich geht das auch was an. Die ganze Welt ist in Gefahr. Achso, mich geht das überhaupt nicht an. Ich erledige hier nur meine Arbeit. Egal, es ist sowieso zu spät. Kingpin, Mr. Fisk. Hat alles vorbereitet. Halt, keine Bewegung, Elektra. Uff, ich habe sie verloren. Ja, natürlich hat er sie verloren. Was denn sonst? So, ich habe das Ganze ein wenig ironisch vorgelesen. Hat man hoffentlich gemerkt, weil die Story einfach viel zu episch ist, um sie nicht ironisch vorzulesen. Ihr wisst Bescheid. So, wir machen jetzt mal hier Spezial. Haben wir 50 schon gemacht? 50, 9, ja, haben wir schon gemacht. Gehen wir mal hier rein zu guten Wickern und machen auch mal 50. Ja, haben wir noch nicht gemacht. Sehr schön. Machen wir Daredevil und lassen den Rest einfach mitleveln. Los geht's! So, Daredevil macht das schon, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Solange Gegner grün sind, ist alles kein Problem. Vergift uns zwar ein bisschen, aber nichts, was uns irgendwie Probleme macht letztendlich. Also Gift ist zwar nervig und macht zwar schon ein bisschen Probleme, aber nichts, was irgendwie großartig gefährlich ist. Also Gift kann schon gefährlich sein, aber nichts, was irgendwie wehtut. Also Gift kann schon wehtun, aber nichts, was uns irgendwie aufhält. Also Gift kann uns zwar schon aufhalten, aber nichts, was uns irgendwie besiegt. Also Gift könnte... Lassen wir das mal am besten. So, wir holzen einfach alles drauf, was wir haben. Wir holzen alles drauf, was wir haben. Ja, die letzten zwei Tage ist ein bisschen ausgefallen, Folgen. Das liegt einfach daran, ich habe ja das Glück... Ich habe das Glück, in einem Bundesland zu wohnen, in dem der 1. November ein Feiertag ist. Aber ich habe das Pech, in einem Bundesland zu arbeiten, in dem der 1. November kein Feiertag ist. Also hatte ich im Prinzip nicht so wirklich viel davon. Musste quasi arbeiten. Und wenn man dann arbeiten muss und auch noch ein paar andere Sachen zu tun hat, dann hat man eben nicht immer Zeit aufzunehmen. Deswegen entschuldige ich mich natürlich dafür. Ihr wisst ja Bescheid, also ihr wisst ja schon. Ich würde, wenn ich könnte, würde ich jeden Tag, so wie ich das früher gemacht habe, jeden Tag Folgen bringen. Zwei oder drei Stück am Stück. Aber das kann ich leider nicht. Naja, es wird schon irgendwie. So, wir besiegen Wickern ohne die Hilfe von Iron Fist. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Und ganz heimlich wollte ich natürlich darauf warten, dass die Cooldowns fertig sind. Wir besiegen ihn vor allem deswegen, weil wir im Vorteil sind. Jetzt dann hier noch mal ganz kurz, da passen immer hier so unseren Super-Kombo, zack und zack. Und dann immer schön ausweichbereit lassen. Und wisst ihr was? Komm hier, jetzt mach mal. Los, Alex, prügel ihn weg! Hau ihn weg! Jawohl, mach ihn Platz! Yes, sehr schön! Vielen Dank! Toho! Der Level hat gewonnen, das finde ich klasse. Und wir haben immerhin ein Level-Mode für die beiden. Sehr schön. Nein, das machen wir nicht. Und dann gehen wir hier raus.
Der gute Ruffy Monkey hat mir gesagt, ich soll doch mal anfangen mit der epischen Quest. Ich guck mal, ob wir das hinbekommen dieses Mal. Wir gehen mal in die täglichen Aufgaben. Ach, das haben wir alles schon gemacht hier auf 5 Sternen. Kann ich eigentlich 6 Sterne machen? Ja, komm, das packen wir locker hier 6 Sterne. Hauen wir weg. Mit Daredevil und die anderen beiden, die gucken zu. Wir nehmen auch noch Captain Köns Hawkeye mit. Sehr schön, Stufe 60, Rang 2 schon. Grandios. Nehmen wir mit. Da zögern wir nicht. So, da wir 6 Sterne noch nicht geschafft haben, gibt es hier noch kein Autoplay. Als wir ursprünglich noch nicht gemacht haben, meine ich natürlich. Aber wir werden jetzt hier versuchen, Autoplay freizuschalten. Wichtig ist, dass wir immer schön unser Ausweichen aktiv halten. Was meint ihr, wie das nachher abgeht, wenn ich eure Charaktere freigeschaltet habe? Also hoch genug gespielt habe, meine ich natürlich. Freigeschaltet sind sie ja schon. Ich habe natürlich Stufe 6 freigeschaltet. So, dann wollen wir auch nochmal drauf prügeln. Dann haben wir es auch schon fast geschafft. Ich kriege auch sehr, sehr viele ISOs, das ist sehr gut. Dafür ist es eigentlich da, um Gold und ISOs zu farmen. So, der Level 5 Skill von Daredevil ist wirklich extrem gut, um eben Waves zu clearen, wie man so schön im Neudeutschen sagt. Ihn hier prügeln wir mal kurz aus den Socken. Wir können ja mal hier, komm, wir rufen den auch mal mit. Der gute Köhn. Der gute Köhn hilft uns schön. So, noch ein bisschen stunnen und dann weiter drauf. Hiermit auch noch. Zack, zack, zack. Zack. Und dann das hier noch und das war's. Grandios! Erfolg freigeschaltet. Jenseits der Beharrlichkeit. Aha. Nochmal Level Up, das finde ich klasse. Und sehr, sehr viel Kohle, finde ich auch klasse. Wir machen das Ganze nochmal. Wir müssen ja zweimal machen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe das, glaube ich, anscheinend nur einmal gemacht. So, ja, Erfolge gucken wir jetzt mal noch an. Machen wir das Ganze noch einmal. Und dieses Mal können wir das Ganze im Auto-Kommentiermodus genießen. Außerdem holen wir dann noch ein Level für die beiden hier. Auto Plus! So, man kann... sind wir hier eigentlich im Videomodus? Achso, ja genau, Videomodus und Zoom. Das passt schon. So, perfekt. Gut, das war eben der Hinweis. Man kann das Ganze wie in einem Film genießen, indem man den Filmmodus anschaltet. Also, ne, die Kamera und so. Und da kann man die Action hier live miterleben. Also hautnah, mittendrin statt nur dabei. Doofe, ich habe das mal ganz kurz gelassen und nichts gesagt, ne, damit ihr das mal so genießen könnt. Das einzig Doofe am Computer ist, der hängt halt wirklich an den Ecken. Also wenn es hier irgendwie Wände gibt oder so, habt ihr gesehen, der haut einfach nur drauf und wenn irgendwie eine Wand ist, dann bleibt er da stecken und aktiviert seine Skills völlig unnötig.
So, die beiden haben, ne, wir haben hier Allianz-Erfahrungspunkte extra, also 300, weil wir es so geschafft haben, nochmal 100 extra wegen der Allianz, die übrigens mittlerweile auf Rang 5 ist, was mich sehr, sehr, sehr freut. So, kann ich dir mal ganz kurz zeigen, Allianz befindet sich hier auf Rang 5 und wir nähern uns auch bald, ne, hier, also wir werden irgendwann mal Rang 6 sein und so weiter, finde ich klasse. Tolle Boni haben wir durchbekommen. Und wir haben auch noch Allianz-Anfragen hier. Ich habe mir gedacht, die Leute, die hier die Allianz anfragen, das müssen Zuschauer sein. Das kann gar nicht anders sein. Oder zumindest Zuschauer oder zumindest Bekannte von Zuschauern. Deswegen nehme ich da einfach mal alle an hier. Ich weiß gar nicht, wer Kev Esk ist. Auf jeden Fall herzlich willkommen. DeLeo LP ist auch herzlich willkommen. Genauso wie Captain Troxler ist auch herzlich willkommen in der Allianz. Und wir haben hier die Verbündeten. Rudinato ist auch sehr, sehr, sehr aktiv. Da hat mir der gute Ruffy Monkey bzw. Commander Terror geschrieben, dass er ein Bekannter von ihm ist, ein Freund von ihm. Und dementsprechend ist er natürlich auch herzlich willkommen hier in der Allianz. Und wir werden jetzt mal, also Reiki 2 und Terror sind beides Charaktere von Ruffy Monkey. Und ich werde jetzt einen von denen auf den Rang, auf Rang 1 machen. Ich nehme einfach mal Reiki 2, weil der einen höheren Level hat. Ich gehe mal davon aus, dass der aktiver ist. Deswegen gehe ich mal auf Verbündete verwalten und setze den einfach mal auf Klasse 1. So, okay. Jetzt hat der Klasse 1. Der ist jetzt hier. Klasse 1. Kann ich jetzt auch wieder... Ich kann ihn auch wieder auf Klasse 2 ernennen. Okay. Na gut. Bin mal gespannt, was das bedeutet. Wird er mir dann sagen. Hoffe ich doch. Ne, kannst du mir da mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin schon ganz gespannt, was das heißt. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. So. Ja, was wollte ich machen? Genau, das haben wir gemacht. Schurkenbelagerung. Ja, Schurkenbelagerung. Das ist eine gute Idee. Wilson Fisk prügeln wir weg mit Daredevil und den beiden hier als Bonus. Los geht's. Ja, kannst du mir in die Kommentare reinschreiben. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Hast du vielleicht, als ich vermute mal, dass du jetzt als Klasse 1 die Möglichkeit hast, andere rauszuwerfen oder vielleicht sogar auch auf Klasse 1 zu ernennen. Das kann natürlich sein, aber das werden wir ja sehen. Ich bin gespannt, was das macht. So, Kingpin. Entschuldigung. Kingpin prügeln wir jetzt mal weg. Erst einmal Stun. Dann mit allen draufkloppen, was man so hat. Zack, 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 zack. So, normalerweise würde ich jetzt rumlaufen, wenn ich Angst vor ihm hätte. Um ein bisschen... Oh, Mist, 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 Mist. Ne, hier für die Cooldowns oder sowas zum Beispiel, um auf sowas aufzupassen. Aber wir haben keine Angst vor ihm. Wir prügeln ihn weg. Weg hier, weg hier. Wie wir ihn einfach mal wegschieben. So, noch einmal das hier. Und dann noch unsere Ulti und das war's. Sehr schön. Abgeschlossen. 25 Abschlusstickets. Das ist sehr gut. Auch von diesen Teilen hier brauchen wir auch noch ein paar. So, bevor wir in die Erfolge gucken. Ach Mist. Mission. Das da machen wir auch noch. Und wir haben hier keinen Bonus, Bullseye, wir nehmen jetzt aber mal hier, ne, den damit und wo ist er denn, den damit. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich die anderen so schlagen. Los geht's. So, Bullseye. Schild. Abgewehrt und angegriffen. Sehr schön. Ach, was ist denn das? Wir sind auch noch sogar noch unverwundbar für... Alter Schwede. Ist das brutal. Komm, wir laufen mal kurz weg hier. Okay, also Sharon Rogers ist wirklich extrem mächtig. Das muss man einfach... Ich hab's mir schon gedacht. Aber, das ist wirklich... Wirklich echt, echt mächtig, ja. So, okay, damit haben wir das auch geschafft. Jetzt wird es Zeit, hier in die Arena zu gehen. In der Arena machen wir noch einen Zeitstrahlkampf. Fertig. Und dann machen wir das mal mit, naja, mit dem Team hier. Gegner finden. So, komm, die prügeln wir weg. Kämpfen, los geht's. Thank you.
Ich lasse das Ganze einfach mal auf Autoplay. Macht ja eh keinen Unterschied hier. Bei diesen schwächlichen Gegnern. So, nice. Wir haben ein Ass erzielt. Ein Ass erzielt. Entschuldigung. So. Und jetzt gehen wir die Erfolge und kassieren alles, was man hier holen kann. Wir haben sogar etwas Wöchentliches abgeschlossen. Und zwar hier 40 Energie, das finde ich klasse. Und 20 Abschlusstickets, Jobtickets wollte ich schon sagen. Abschlusstickets meine ich natürlich. Das hier auch sehr schön. Und das war's. So, als nächstes bleiben wir nochmal hier und machen mal ein Teamspiel. Wir machen mal ein Teamspiel. Ich nehme nochmal Daredevil hier und mache nochmal ein privates Spiel und lade euch nochmal ein. Ich bin mal gespannt, ob diesmal jemand annimmt. Der gute Ruffy Monkey hat ja gesagt, er hat das gesehen, die Einladung, aber leider ein bisschen zu spät. Deswegen warte ich einfach mal ein bisschen länger. Hier einladen, Allianz, los geht's! Jetzt bin ich mal gespannt. Teamspiel ist nichts. Allianz, ich habe eingeladen, los, tretet bei! Caravengers, assemble! Assemble! Caravengers Assemble. Komm, ich mache nochmal hier ein paar Mal. Ach Mist, ich muss warten. Ah ja, okay, immer wenn ich nachgucken gehe, kann ich das vielleicht irgendwie spammen? Ich spamme das einfach mal. Irgendeiner von euch muss das sehen. Ja, man muss warten, man kann das nicht spammen. Schade. Jetzt wieder. Los, kommt schon, das kann doch nicht sein. Wollt ihr mir etwas sagen? Ihr habt Wichtigeres zu tun, als zu zocken, oder was? So, okay. Naja. Oh, wartet mal. Nee, schade. Ach, Mensch. Ich hab gerade hier... Ach, Mensch. Komm, lad ein, los. Also, nimm an. Irgendeiner. Na gut, ich glaube, ich warte nicht länger. Ich meine, ich könnte jetzt einfach die ganze Zeit warten. Und immer wieder Einladungen spammen. Und sobald jemand annimmt. Wisst ihr was? Wir machen jetzt. Ich mache jetzt mal ein Spiel. Mit Vision. So, dann mache ich das nochmal öffentlich zugänglich. Mache nochmal ein öffentliches Spiel. Da Level 60 Daredevil. Und dann nochmal ein Spidey. Na gut. Machen wir es mal so. Dann mache ich jetzt erstmal ein öffentliches Spiel. Und dann versuche ich danach gleich noch einmal. Ah ja, sehr gut. Wir sind effektiv gegen den da. So, begrüßen wir gleich mal mit unseren stärksten Attacken. Während der gute Miles Morales ihn lähmt. Der da ist nicht so effektiv gegen ihn. Aber wir sind dafür umso effektiver. Beide ist auch nicht sehr effektiv gegen ihn, weil beide grün sind. Aber das war's. Die Pose sieht ja lustig aus. Der hat versucht, Spidey nachzumachen. So, der hat den meisten Schaden gemacht. Der ist Level 60. Da wundert mich nichts. Wir gehen mal weiter. Also ich will nicht noch mit, wenn ich jetzt auf den Kreis geklickt hätte, auf diesen Pfeil, da hätten wir noch mal mit den Leuten gespielt. Aber ich will nicht noch mit denen spielen. Ich will noch mal ein privates Spiel versuchen. Das ist jetzt der letzte Versuch. Und wenn das dann nicht klappt, dann, dann müssten wir echt mal eine Zeit ausmachen. Dann müssten wir mal in die Kommentare schreiben. Also schreibt mir ruhig mal in die Kommentare rein, wann ihr denn so meistens zockt. Und dann versuche ich mal die Aufnahme dann zu machen. Dann versuche ich mal die Aufnahme immer dann zu machen, wenn ihr gerade online seid oder so. Das wäre ganz, ganz lustig bestimmt. Ja, ich habe es öffentlich gemacht.
So, also, starte Ghost Rider. Ghost Rider ist ein cooler Charakter, er macht nur leider sehr wenig Schaden. Für den Anfang mit 6 Sternen und so ist er ja ziemlich gut, ja, ist okay. Aber danach, wenn er Maximum Level ist, dann ist er leider nicht mehr ganz so stark. Sein neuester Skin gleicht das ein bisschen aus, aber grundsätzlich ist Ghost Rider eher... Ist okay, ja, es gibt keine schlechten Charaktere, es gibt nur bessere Charaktere als die man halt so, ne, hat. Wisst ihr Bescheid. So, ich stun ihn erstmal, wenn es wegläuft. Und einfach mit allem draufprügeln, was wir haben. Immer schön die stärksten Fähigkeiten spammen. Solange wir können. Und das war der Sieg. Ja, ihr merkt schon, langsam wird es immer leichter. Je stärker die Charaktere werden. Hier sind wir natürlich am besten, am stärksten, am weitesten, weil wir... Ach ja, hier, guck mal. Beste Belohnung. Inventar hinzugefügt. Ja, ja, komm hier. Wir haben keinen Charakter mehr, mit dem wir spielen können. Deswegen können wir nicht nochmal sagen. So, das war's hier an der Stelle. Beste Belohnung 100%. Also müssten wir nochmal ein neues Spiel machen. Können wir aber gerade nicht, weil wir keinen Charakter haben, der dafür geeignet ist. Einen Allianzkampf können wir aber noch machen. Schauen wir doch mal ganz kurz. Superschurken. Ach Mensch, nicht schon wieder Superschurken. Ich habe irgendwie keine Lust darauf. Aber, kommt, wisst ihr was? Wer ist denn eigentlich momentan aktiv hier in der Allianz? Da sieht man das ja. Wir haben Rudinator, wir haben Reikitu, wir haben Captain Köhn, wir haben mich, wir haben Terra und der Rest ist nicht so aktiv. Der Rest könnte ruhig mal aktiv werden in der Allianz. Das wäre bestimmt cool. Ansonsten werde ich mal ganz kurz hier... Ich muss unbedingt mal einen Superschurken hochziehen. Ich muss unbedingt den mal stark machen hier. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. So weit kommen wir eh nicht. Deswegen lasse ich das erstmal hier dabei. Zeitstrahlkampf, Teamspiel, Battleworld. Shadowlands schaffen wir einfach nicht. Ich kann aber mal hier epische Quest. Wisst ihr was? Wir starten das mal epische Quest. Komm hier. Storyline. Ich setze die Story fort, damit Dr. Strange stärker wird. Das machen wir jetzt. So, Held erhalten. Ah, wir kriegen sogar Dr. Strange sogar. Das wusste ich ja gar nicht. Wie cool ist das denn? Okay, Stephen Vincent Strange. Stephen Strange war ein recht groß und recht schwer. Also, Stephen Strange war ein brillanter, aber egoistischer Chirurg, bis seine Hände bei einem Unfall schwere und permanente Verletzungen davon trugen, was auch auf seinen Stolz zutrifft. Er durchstreift auf der Suche nach Heilung die ganze Welt und traf schließlich auf die geheimnisvolle Ancient One. Also eigentlich ist der Ancient One ein alter Mann gewesen, aber im Kinofilm ist das eine Frau, eine alte Frau, die ihm die mystische Kunst beibrachte. Jetzt nutzt Dr. Strange seine metaphysischen Fähigkeiten, um die Erde vor übernatürlichen und interdimensionalen Bedrohungen zu schützen. Interessant. Warum habe ich das nicht vorher versucht, verdammt? Na gut. So, was haben wir hier? Das ist auch ein geiles Team, Mitternachtssöhne. Das würde ich gerne leveln. Echt. So, Steven, das Sanctum Sanctorum wird angegriffen. Dämonen überwinden die Barriere. Dämonen, das kann nicht sein. Ich spüre keine finstere Energie. Wir haben keine Zeit, sie brechen gleich durch. Kai Celsius oder Kate Celsius, lange nicht gesehen. Was hat das zu bedeuten, diese Dämonen? Stehst du nicht mehr unter ihrer Kontrolle? Lustig, du denkst, dass ich von ihnen kontrolliert wurde? Der Ancient One hat mir einst Frieden versprochen, aber er wurde mir nie zuteil. Und du steckst offenbar auch in dem Dilemma. Dummkopf, diese Dämonen werden dir nie Frieden bringen. Aber das haben sie. Sie haben ihre Macht mit mir geteilt, ganz im Gegensatz zu Ancient One. Schick die Dämonen dahin, wo sie hergekommen sind. Diese dunkle Energie wird die Welt verderben. Exakt. Dann muss ich dich aufhalten. Du gefällst dir als oberster Zauberer, nicht wahr, Steven? Dies ist nicht der Ort für dämonische Kräfte. Das scheint auf dich auch zuzutreffen. Was? Was geht hier vor? Diese Macht war mir versprochen. Du wirst nicht länger der oberste Zauberer sein. Ich werde dir deine Kräfte nehmen. Auge von Agamotto, entferne die Kräfte von... Es hat keinen Zweck. Dieser Ort wird bereits... von der Finsternis kontrolliert. Das wird dein Grab sein.
Können wir das auf morgen verschieben? Ich habe um 13 Uhr einen Termin beim Doktor. Wer bist du? Du weißt wirklich nicht, wer ich bin, oder? Du solltest einfach gehen. Doktor, alles in Ordnung? Er ist ohnmächtig. Er braucht medizinische Hilfe. Alles klar, kümmern wir uns erst um diesen Hokuspokus und dann holen wir einen Doktor für den Doktor. Du hast Glück gehabt, Strange. Ich habe meine Mission bereits erfüllt und überlasse dich nun deiner Verabredung. Du denkst doch nicht, dass wir dich gehen? Zu spät. Ah, deshalb hasse ich Magie. Sollte keine Beleidigung sein, Steven. Alles klar, wir müssen uns beeilen. Dr. Strange an sich einen sicheren Ort bringen. Das werden wir. Okay, Stufe Dr. Strange 10, Wachstum, Heldenstufe 10 verbessern. Was? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Belohnung erhalten. Achso, okay, wir müssen ihn also auf Stufe 10 bringen. Geschichtsmission, 3 Schauplätze abschließen. Ach ja, also verstehe, das ist insgesamt eine komplette Questreihe. Aha, 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 so. Okay, also wir kriegen, wir müssen Belohnung. Achso, wir kriegen Dr. Strange auf Stufe 10 oder was? Ja, Dr. Strange wird Level 10, wenn wir 3 Geschichtsmissionen abschließen. Verstehe. Machen wir Gehe zu. Okay, wisst ihr was? Dann grinden wir mal ein bisschen. Wir farmen ein bisschen. Ich will eh der Level farmen. So, wir machen mal hier abschließen. So, Maximum 10. Ne, hier, zack. Ich hoffe mal, dass das zählt. Ich habe eh noch keine Daredevil-Biometrik gesammelt, aber ihr wisst ja, das muss ich tun, um Daredevil zu leveln. Okay, schließen. Damit haben wir es geschafft. Glückwunsch. Story, Wachstum, epische Quest. Gehen wir mal dahin. Belohnung erhalten. Aha, Belohnung erhalten. Sehr gut. Machen wir das doch mal. Damit ist Dr. Strange Stufe 10. Automatisch, direkt. So. Interessant. Alles in Ordnung? Wong, du bist es. Danke. Schön, dass du okay bist. Wie fühlst du dich? Sie haben das Auge von Agamotto zerstört. Ich spüre meine Kräfte nicht mehr. Was hat Kai Celsius mir angetan? Ich weiß es noch nicht. Ich werde versuchen, deine Kräfte wiederherzustellen, aber momentan gibt es wichtigere Dinge zu erledigen. Und was? Das Sanctum Sanctorum wurde durch die Angriffe der Dämonen beschädigt. Und jetzt kommen weitere Dämonen aus anderen Dimensionen durch Dimensionsrisse. Ah, wir müssen diese Risse versiegeln. Ich kann meine Magie nicht einsetzen. Wir müssen die Dinge also auf die alte Art erledigen. Das wird nicht leicht. Wir werden Hilfe brauchen. Übrigens auch aktuell in den Comics so, dass Dr. Strange Probleme hat, seine Magie einzusetzen aktuell. Ich will nicht ganz so weit ausholen, aber es ist tatsächlich ein aktueller Story-Event, bei dem Dr. Strange eher physisch kämpfen muss als magisch. Macht es sehr, sehr interessant. Der ist auch ein guter physischer Nahkämpfer. Ein sehr, sehr guter physischer Kämpfer, Nahkämpfer. Und dementsprechend sehr interessant. Das stimmt. Wir fragen unsere Freunde, die Avengers. Ja, wir fragen unsere Freunde, die Avengers. Was müssen wir diesmal machen? Story müssen wir abschließen. 1 bis 8 mal 1. Was? Schließe. Story-Mission. Schließe 1 bis 8 einmal ab. Okay. Was heißt schließe Story-Mission? Das ist hier Story 1 bis 8 einmal abschließen. Heißt das jetzt dann praktisch das da? 1 bis 8. Ah ja, okay. Da könnte ich überall. Das machen wir ein anderes Mal. Also wir werden jetzt quasi in jeder Episode, ich nehme jetzt schon ein Weilchen auf, in jeder Episode werde ich eins von diesen Dingern machen. Oder zwei oder drei, mal gucken, was wir schaffen. Jetzt haben wir halt eins geschafft, haben das nächste schon mal vorbereitet. In der nächsten Episode schließen wir 1 bis 8 ab und so weiter und so fort. Ne, das machen wir dann Stück für Stück. Ich will jetzt mal ganz kurz testen, ob wir Dr. Strange tatsächlich schon haben, hier als Charakter. Ja, tatsächlich, den haben wir schon als Charakter. Das ist doch super klasse. Aber wir können wir ihn leveln? Okay, also wir müssen durch die epischen Quests durch. Wir können ihn so nicht leveln. Das macht es auf jeden Fall sehr interessant. Verstehe, okay. Also weil er Silber ist hier, ne? Ich nehme an, es hat was damit zu tun. Wir können ihn also wirklich nur durch die epischen Quests leveln. Na gut. Aber was wir auf jeden Fall tun können, ich will es mal ganz kurz zeigen. Fertigkeiten. Auge von Agamotto. Ah ja, okay, er kann seine Kräfte nicht gut. Deswegen ist es so gedacht. Ja, verstehe. Hier, komm, wisst ihr was? Wir gönnen uns das einfach mal. Wenn es schon im Angebot ist. Obwohl, wisst ihr was? Ah, ich weiß nicht. 750 ist schon viel. Wir warten mal noch. Ich warte mal noch. Es kommt ja auch noch bald ein Avengers-Film wieder irgendwann mal in die Kinos. Ich warte einfach mal noch und guck mal, was da noch kommt. Das wird doch sowieso noch mal irgendwann im Angebot sein. Wir haben Dr. Strange eh noch nicht direkt freigeschaltet. Wir könnten zwar schon
Ja, wir könnten ihn zwar schon einsetzen, aber er ist schwach momentan. Deswegen lasse ich es erstmal noch. Wir spielen die Storyline durch und dann später kaufe ich das alles. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Doctor Strange, ein sehr, sehr cooler Charakter. Ich lese mittlerweile auch die Comics von ihm. Hole erstmal alles nach, was so nachzuholen. Also ich lese die aktuellen Comics und hole dann langsam nach, was es so nachzuholen gibt. Labor kann ich mal ganz kurz zeigen. Habe ich ja alles schon gemacht. Hier kann man auch ein bisschen einsammeln. So kann ich schon verbessern. Ah nee, kann ich noch nicht. Kann ich hier verbessern? Ja, hier kann ich verbessern. Den Laden kann ich verbessern. Machen wir doch gleich mal. Sehr schön. Gucken, was wir kaufen können. Nicht so wirklich tolles. Ja, doch, das hier ist toll. Das kaufen wir mal. 60 Stufe 5 Verbesserung. Kann man immer gebrauchen, Stufe 5 Verbesserung. So, ja, ich würde sagen, das war's hier in dieser Episode. Mal schauen. Maximum bis 59. Ja, ja, okay. Wir kommen dahin. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig auf euch freuen. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.